Also ich heiße Dagmar Höferová-Giese, ein bisschen kompliziert. Ich komme aus der Tschechoslowakei, lebe aber hier schon seit 50 Jahren und war 30 Jahre im ZDF beschäftigt. Also fühle ich mich hier wie zu Hause bei diesem Sommerfest. Habe in verschiedenen Redaktionen gearbeitet, also in der Heute-Sendung, im Für-Heute-Journal, Auslandsjournal und letztendlich bin ich dann in der Sportredaktion gelandet und habe dann Dokumentation gemacht für die Sendereihe Sportspiegel. Der Wiesbadener Presseclub ist für mich nach dem Aufhören meines aktiven Wirkens eine Fortsetzung der Pressearbeit. Ich finde die Themen und die Diskussionen, die wir da vorgeführt bekommen oder als Veranstalter angeboten werden, sehr, sehr interessant. Ich finde, Herr Schröder als Präsident dieses Clubs macht das einfach hervorragend. Und man trifft viele interessante Leute, die nicht nur von der Presse sind, sondern auch aus der Wirtschaft. Also die Kommunikation ist sehr interessant. Ja, also welche besonderen Personen ich im Presseclub begegnet bin. Also meistens waren das auch ehemalige Kollegen, die den Vortrag gehalten haben, also Herr Sievers zum Beispiel, das blieb mir in Erinnerung, oder Ingo Zamperoni, den kenne ich noch aus dem Hockeyclub, da war kleine Junge, als wir schon Tennis und Hockey gespielt haben, also das war ja auch ein sehr toller Gast, oder Elmar Thewesen, also das sind im Moment ZDF-Leute, aber wir hatten auch viele andere interessante Gesprächspartner da natürlich. Wie sehr hat Wiesbaden sich für Sie verändert? Tja, also ich möchte jetzt nicht rassistisch klingeln, aber die Anzahl der Ausländer fällt einfach enorm auf. Man geht durch die Fußgängerzone und hört also Russisch, Arabisch, Türkisch, kaum noch Deutsch. Und das tut mir irgendwie leid, weil diese Stadt war mal anders. Ja, YouTube-Kanal bedeutet für mich viel mehr also Sport. Da suche ich mir verschiedene Fitnessprogramme, Yoga oder auch andere Art von Gymnastik. Dann verfolge ich alle möglichen Flugprogramme, weil mein Sohn Pilot ist und das interessiert mich sehr. Und jetzt hoffe ich auch, dass ich Sie auf dem YouTube-Kanal verfolgen kann, beziehungsweise dann die Berichte über den Presseclub. Mainz oder Wiesbaden? Also Mainz finde ich sehr schön, weil es eine junge Stadt ist mit sehr vielen jungen Studenten. Das vermissen wir in Wiesbaden. ARD oder ZDF? Ja, schwer zu sagen. ZDF ist mein Sender, aber ich gucke auch sehr gerne ARD, selbstverständlich. Markus Lenz oder Anne Will, da möchte ich gerne sagen, beides nicht. Wiesbadener Kurier oder Bild, klar, Wiesbadener Kurier, Facebook oder Instagram. Ich bin nur auf Facebook, kann Instagram nicht beurteilen. Presseclub oder Netflix, beides.